Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Rollercoaster Tycoon 3 mit Challenges und mit ganz vielen Maps im Karrieremodus. Den Sandkastenmodus mache ich im Livestream, der kommt jeden Abend um 8 Uhr oder manchmal auch nicht, manchmal setzt er natürlich auch aus. Aber ja, ich hoffe, ich kann ihn jeden Abend machen und er läuft schon seit paar Wochen, aber ja noch nicht so flüssig und alles, also, da bin ich noch am Einstellen, alles mögliche. Aber ich denke, Rollercoaster Tycoon 3 geht flüssig. Ich muss es einfach heute Abend mal ausprobieren und dort werde ich eben den Sandkastenmodus machen und eventuell später eigenes Szenario bauen und dann austesten. Wir machen den Karrieremodus und wir erstellen zuerst mal eine eigene Familie. Ich werde manche Familie dann wieder löschen, weil eventuell wird das Spiel dann zu leicht. Dann will ich auch die Challenges einbauen, damit es wieder ein bisschen schwer wird. Aber wenn wir allzu viele Familien haben, dann haben wir eigentlich schon so viele Leute im Park, dass es ja zu leicht ist, viele Sachen zu leicht werden. Und ja, also aber eine Familie gründen wir mal und die heißt Familie, wie ich heiße, Basler, so, also als Fantasie heiße ich Basler natürlich, als Fantasienamen, als YouTuber-Name, und dann erstellen wir ein neues Mitglied und das bin ich selbst. Ah, ich muss glaube ich nur Drago schreiben, genau, und dann editieren, ah, Doppelklick, Drago. Wir werden mich als Erwachsener nehmen. Ich bin nämlich erwachsen. Ich bin 28 Jahre alt. 27, sorry. Ich weiß nicht mal mein Alter. Okay. Bahnintensität nehme ich wild. Ich bin nicht der Verrückte. Ich bin auch nicht der Normalo. Ich gehe einfach auf normale Achterbahnen und alles Mögliche. Und normal ist ein bisschen zu schwach wahrscheinlich. Ich werde wild nehmen. Ich gehe zum Beispiel beim Europapark auf die Blue Fire und so, also wild. Die Haare. Ich habe die Haare schön, ich habe die Haare schön. Ja, es passt eigentlich alles nicht ganz zu mir. Dann nehmen wir einfach mal die schönste. Ja, wir nehmen ein Cappy, habe ich halt kurze Haare. Ah, hier ist noch die Farbe. Ich nehme, ja, das sieht schön aus, rot, gefällt mir. Und wir nehmen kurze, ein T-Shirt. Und, ja, das passt doch. Dann die Hose, kurze Hose. Ja, das passt. Nehme ich so ein rotes Zeugs und jetzt einfach zurück wieder gespeichert. Ja, gut, dann ein neues Mitglied. Ich nenne mal die weiblichen Charakter immer Monika, dann wähle ich sie auch Monika. Nicht neues, Doppelklick, auch erwachsen. Das sieht doch schon mal ziemlich schön aus. Oder so. Ja, braun gibt es hier nicht so. Gibt es hier braun? Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Wir nehmen, kann man das nicht stoppen? Wir nehmen sie so. Und braune Haare. Kurz natürlich. Und hier. Schwarz. Ah, hier kam noch. Was ist das? Hä? Ah,
Arkes war. Okay, kurz natürlich. Und hier machen wir eine andere Farbe. So, rot. Badekleidung könnten wir auch noch wechseln. Dann machen wir noch auch beim Drago nachher kurz. Ja, machen wir ein rotes. Und hier auch wild. Ich will, dass beide auf die Bahn gehen. So, bei Drago nochmals die Badeklamotten ändern. Ne, das sieht nicht so schön aus. Ja, die. So, und dann machen wir noch ein Kind, das nenne ich einfach Draco mit C. So. Und das Kind hat voll die krassen zu Berg stehenden Haaren. Auch braun, aber nicht dunkle Haut, bitte. So. Die Badekleider muss ich noch ändern. So, ist doch schön grün. Hier kurz ein Totenkopf. Gut, auch kurz und ja, genau so, das passt dann zu mir. Also das ist die erste Familie. Gruppendetails speichern. Gut. Jetzt sollte eigentlich diese Gruppe reinkommen in den ersten Park. Und hier zeige ich euch mal, was ich machen werde. Ich werde hier überall ein Profil machen und werde die Maps nacheinander, zuerst RCD, dann Zucker, dann Wild durchspielen. Und eventuell werden ein paar Maps recht schwer sein, da werde ich einfach keine Challenges mit einbauen. Und am Anfang jeder Map werde ich mal ein paar Challenges machen. Ich kann sie brechen, aber ich versuche sie natürlich zu lösen und alles Mögliche. Und ja. So. Oh. Will, dass du sie löscht. So, Basler, Karriere laden. Also immer eine, dann beim nächsten eine andere. Also hier ist jetzt eine, hier ist noch keine. So. Laden. Kurz zurück, da kommt die nächste. Und so weiter, dann kommt hier eine. So. Gut. Also hier haben wir zum Beispiel Heckengarten, ägyptischer Wüstentanz und so weiter. Und wer die Addons noch nicht kennt, Socket ist mit Wasser, also Wasserbahnen, Pools und alles mögliche. Und Wild ist mit Tieren und ja auch neue Bahnen und so weiter. Also beide haben, glaube ich, neue Bahnen und neue Stände und alles mögliche. Und RCT ist halt einfach das Hauptspiel. Und hier haben wir noch das Tutorial, aber das muss ich euch nicht Ding erklären. Ich werde es in-game erklären. Also, ich werde jetzt laden und die erste Vanilla Hills spielen. Neues Spiel starten. Also, im ersten Park werde ich noch nicht so Achterbahnen bauen. Ich werde die, die es schon gibt, natürlich so ein bisschen noch verbessern und so. Und am Ende dieses Ding werde ich noch eine eigene kleine Achterbahn bauen, aber sonst nichts, keine Achterbahn. Im zweiten Ding vom Hauptspiel werde ich dann eine Achterbahn schon früher bauen und so weiter, und am Schluss werde ich mal einen Park versuchen, der eigentlich nur relativ nur auf Achterbahn spezialisiert ist. So, also es läuft flüssig, das ist gut. Die Kamera ist ein bisschen schlecht. Muss ich vielleicht noch ein bisschen verbessern. Sie ist ein bisschen zu schnell beim
Zoomen ist sie ein bisschen, ganz am Schluss, ein bisschen schneller als hier draußen. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen was einstellen. So kann man drehen, heranzoomen ganz und wieder rauszoomen. Hier ist sogar Musik. Also, Vanilla Hills. Die Vanilla Hills sind der Ausgangspunkt ihres hoffentlich kometenhaften Aufstiegs zum Rollercoaster Tycoon R-Status. Können Sie diesen Ort hier zum Hauptthema der Stadt machen? Ihre Bewertung als Anfänger, Unternehmer bzw. Tycoon hängt davon ab. Also für den Anfängerrang brauchen wir 400 Besucher im Park und Mindestverkaufswert für 20.000 Euro. Also alles zusammen muss 20.000 Euro betragen. Für Unternehmen brauchen wir 500 Besucher im Park und 60.000 Euro Verkehrswert. Dann für den Tycoon brauchen wir 600 Leute im Park und Mindestverkehrswert 100.000. Okay, das ist noch relativ leicht. Ich weiß, dass später recht schwer wird. Und ich hoffe, ich kann das lösen und ich habe auch den Bock dafür. Schauen wir mal. Also, wir schauen zuerst mal beim Postpersonal, das ist sehr wichtig. Hier haben wir eine Reinigungskraft und einen Mechaniker. Okay, die kann man umbenennen. Zum Beispiel in Franz Josef. So. weiß der Geil. Und der Mechaniker ist der Putzdicker. So. Dann kann man hier auch die Farben ändern. Wir machen sie rot. Rot-weiß. Und die machen wir gelb. Das gelbe Männchen. Ich hoffe nicht, das gelbe Wägelchen besitzt er. Weil das gelbe Wägelchen ist die Psychiatrie. Also so eine Art, dort, wo die Spinne reinkommen. Also auch in ein Irrenhaus und so weiter. Und bei denen kann man jetzt hier unten noch ein paar Sachen einstellen. Zum Beispiel, was er machen soll. Zum Beispiel, wenn er mal nicht Mülleimer leeren soll, dann kann man ihn ausstellen, also kann man das ausstellen. Der Lohn kann man erhöhen und senken, aber das tut sich auf die ich ertrinke in Arbeit. Okay, da muss man es wahrscheinlich bald enden. Hier kann man nämlich sie disziplinieren, also dass sie ein bisschen besser schaffen sollen und ausbilden. Und der Spaß, also das Vergnügen ist hier. Wenn der Lohn erhöht wird, wird natürlich auch das Vergnügen gesteigert. Und wenn man ihn zu viel diszipliniert, dann sinkt die Anzeige. Und wir müssen natürlich schauen, dass sie nicht zu viel Arbeit haben und zu wenig. Ich denke mal, einen weiteren kann man einstellen und ihn gleich hier platzieren. Hey, sagt hey, ihn tun wir grün machen, aber so gut, dann sehen wir es, dass es eine andere ist und nennen ihn Karl Dahl. So, okay, eine weitere Ding brauchen wir nicht, aber wir können hier einen Entertainer einstellen. Da können wir ändern, was wir nehmen wollen. Und wir nehmen einen Tiger, ändern ihn aber auf blau. Nein. Braun. Oder grau, oder was das ist. Ja, das ist grau. Ja, das sieht aber ein bisschen komisch aus. Ich weiß ja nicht. Rosa. Wir machen ihn ja grau. Nee, grau sieht zu depressiv aus. Wir machen ihn ja halt normal. Für den Anfang machen wir ihn normal.
den ersten, der heißt Tiger. So. Man kann natürlich hier auch einen Überwachungsbereich machen. Kann man ihn zum Beispiel nur hier machen lassen. Also kann man ihn wieder wegmachen. So. Nur hier. Hier kannst du auch denken, da wird's ja. Ah ja, da kommt eine Bahn oder so hin. So. Und dann gibt es noch eine Tierpflegerin, den brauchen wir nicht. Eine Sicherheitskraft brauchen wir auch noch. Sicherheitskraft hinsetzen. Die Sicherheitskraft. Zufriedenheit, traurig. Wieso bist du traurig schon? Er freut sich, ist aber traurig. Okay, Lohn wollen wir noch nicht erhöhen. Bei ihm hat. Ja, nein, bei ihm kein Ding. Später brauchen wir die Sicherheitskräfte vielleicht mehr, je nachdem, ob es Vandalen gibt. Hier haben wir die Forschung. In der Forschung kann man das Budget erhöhen, da kommen schnellere Bahnen, also mehr Bahnen und alles Mögliche. Da kann ich schon mal die Wasserrutschen und Bahnen rausnehmen, die Show-Elemente. Die Szenerie kann ich rausnehmen. Die Wege eigentlich auch. Andere Bahnen und Transportbahnen weg. Sanfte Bahn, Wasserbahnen weg. Weil ich die nur in Socket nehme. Also ich werde daran halten, dass ja, in Socket zum Beispiel nur Pools und Wasserbahnen gibt. Außer die normalen natürlich Wasserbahnen. Von RCT normal, also RCT3. So, und alle anderen werde ich nehmen. Die Achterbahn nehme ich mal nicht. Aufregende Bahn mache ich hoch und Läden mache ich hoch. So. Das Budget lasse ich mal so. Ich hoffe, ich verliere nicht zu viel Geld. Ich könnte sie ein bisschen reduzieren. So. Weil wir haben am Anfang genug. Bahnen zum Aussuchen. Hier haben wir zum Beispiel Achterbahn, Karussell, aufregende Bahn und so eine aufregende Bahn. Nein, da muss ich jetzt nicht. Ich habe hier die Topspin. Einen Scooter kann ich bauen. Ja, dann baue ich doch direkt mal einen Scooter und lol. Shit, ist das hell. Kann ich das irgendwie hier reinsetzen? Ich denke, das geht hier, oder? So, und die machen wir hinten, die vorne. Jetzt haben wir hier zwei, der Eingang und der Ausgang. Jetzt kann man den mit Wege verbinden. So. Wir müssen die Wege ändern. Wollen wir alles in dem lassen oder wollen wir hier Dreck machen? Weil hier hat es auch Dreck. Kann wir machen Dreck. So. Jetzt haben wir das verbunden mit einer Warteschlange. Mit einer Warteschlange und dem Weg. Und jetzt können wir hier den Weg ändern, glaube ich. Ich muss schauen. Konnte man nicht irgendwie hier auch die Wegfarbe ändern? Oder ist es das? Ja, es ist das. Dann machen wir hier gelb, das passt zum Dach. Oder blau, ja, blau ist schöner. Scooter.
Und Musik nehmen wir, was passt zum Scooter, irgendwie Disco. Haben wir irgendwas mit Disco? Funk Disco. Gut. Rundenanzahl 1, warten bis jede Last, das ist noch gut. Hier kann ich eben das Dach noch ändern, die Farbe. Ah nein, das ist eben. Hey, ich will alles ändern. Gut. Nein, das nehme ich schwarz. Ja, jetzt stimmt's wieder nicht. Hallo? Pack nicht herum, bitte. So, genau so. Was könnte man noch ändern? Die Inspektion könnte ich runterstellen, damit es schneller, also keine Auszeiten gibt. Und hier kann man die Farbe des Ding nehmen. Man kann die Scooter ein bisschen ändern. In mehr Blau. Wenn das gehen würde. Aber es geht irgendwie nicht. Was wird denn verändert? Ich weiß es jetzt nicht genau. Gibt es wahrscheinlich keine zweite Farbe. Na, dann lasse ich das einfach mal so. Mache einen Test. So, und bei Topspin werde ich hier auch noch was ändern. Und zwar die Farbe der Ding. Ich nehme so grau und bei gelb ist es eigentlich egal. Ah ja. Die Außen. Ich nehme so orange und hier rot. Ist zu hell. Rosa, ne. Ja, das sieht schön aus. Okay. Also können wir hier anmachen. Und jetzt müssen wir uns noch für die Versorgung der Leute kümmern. Und zwar ein Burger. Den tue ich gerne. Kann man das nicht dazwischen machen? Dann mache ich es einfach hier. Das mache ich gerne hier hin. So. Hier kann man noch wählen, was dazu kommt. Nämlich hier Ketchup. Und Käse und hier nur Ketchup. So. Gut. Burger. Burger. Gut, und jetzt noch etwas zu trinken. Daneben. Getränke. So, und hier nehme ich Eis in den Fruchtsaft. Speiseeis, etwas. Und Zitronen, ja, nein, Limonade. So. Später werde ich natürlich, wenn ich mehr Geld habe, das noch ein bisschen erhöhen. Hier kann man den die Menge. Okay. Da nehme ich mal Besucherwahl beim bei den Zitronenscheiben. Ja, kann ich eigentlich überall Besucherwahl nehmen. Und hier könnte ich den Preis noch senken, aber ja. Also, der Park. Ja, es sollte eigentlich jetzt dann zum Beispiel hier könnte ich den Preis erhöhen, weil da ist es mehr als voll. Aber nicht allzu viel auf einmal, sonst schreckt das natürlich die Leute ab. Und hier senke ich mal den Preis, bis genug Leute hier sind. Hier werde ich mal einen Ballonstand hintun. Ich mache gerne jedem Ballonstand eine andere Farbe.
Und zwar werde ich als erstes rote Ballone in Bronze nehmen. Ballons. Ballons. So. Und der Preis lasse ich mal. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Okay. Also Dekorationen haben wir schon recht viel. Da kann ich nehmen. Aber auch mal das Ding. Zum Beispiel Bänke sehr wichtig. Ich nehme diese am liebsten. Und hier hat es andere Bänke. Okay. Dann werde ich mal hier beim Ausgang zwei Bänke hin tun. Und jetzt leckt es gerade bei Frapsing, welche Probleme hat. Sorry. So. Und hier noch zwei. Hier eine. Und hier hinten hat es gar keine Bänke. Dann werde ich hier auch mal ein paar Bänke hin tun. Die sind echt recht günstig, werden aber leider manchmal zerstört. So, und Mülleimer sind natürlich auch sehr wichtig. Dann hier noch ein paar Mülleimer hin tun. So. Gut. Lampen. Da werde ich die gleichen nehmen. Da muss man nicht so geizen, also da kann man wirklich recht viele hin tun. Gut. Aber übertreiben sollte man es natürlich auch nicht. Hier werde ich noch einen Monitor für warten, aber die kann man leider nur seitwärts hin tun. So. Also es scheint, dass hier der Hochflieger Space Summer was würde hier passen? Birds. So. Die Farbe lasse ich so. Hier werde ich wieder hochstellen. Und Inspektion 20 Minuten ins Ding. Und hier oben in dieser Bahn auch Inspektion auf 20 Minuten. Und da kann man es wirklich wieder ein bisschen hochstellen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es so beliebt ist. Die werden natürlich die Warte-Ding noch ein bisschen erweitern. Das ist auch im Real Life natürlich so, dass sie natürlich auch drüber können. Hätten die genutzt? Die werden noch nicht genutzt. Haben noch keinen Hunger. Ja, hier oben steht immer das Neueste. Zum Beispiel ist jetzt die neue Attraktion Delfin Show entstanden. Ist Delfin Show nicht versockert? Ich muss mal schauen. Das ist Ding. Tiere. Ja. Dann werde ich die nicht verwenden. Golf könnten wir mal machen, aber da müssen wir alles selbst machen. Das werde ich jetzt noch nicht machen, sonst verlieren wir zu viel Geld und Zeit. Wir könnten eine Enterprise machen. Haben wir noch genug Geld? Ja. Dann können wir die machen. Die werden wir... Ja, hier passt sie nicht. Hier drüben will ich noch nicht anfangen. Wir machen sie hier in die Ecke. So. Hier will ich lieber die nehmen. Und die Warteschlange werde ich jetzt so machen. So. Dann können wir hier schon mal testen. Eintrittspreis werde ich schon mal erhöhen. Die Musik wird hier sein, etwas gröberes. Ja, Rock. So.
Oder irgendwie. Ja, ne, ist es. Ja, weiß es nicht, was das ist. Ja, machen wir Rock. Und 20 Minuten. So. Auch wieder das obligatorische Ö in diesem Park. Und ja. Ihr habt es gemerkt, ich habe noch keine Challenge gemacht. Ich könnte jetzt. Ah doch, ich habe eine Challenge gemacht, stimmt. Und zwar, dass ich keine Achterbahn bauen werde. Erst am Schluss eine, das ist die erste. Und die Steuerung hat versagt. Das ist nicht so gut. Macht aber nichts, die Umfälle, also die Ausfälle, die passieren halt einfach. Eventuell werden, ja, also die Zuschauer, also die anstehen, werden natürlich rausgeschickt. Und die müssen raus, die können nicht fertig, Ding. Eventuell wird es ihnen nicht so gefallen. Dem ist es übrigens schlecht. Okay. Ja, es passiert eigentlich sonst nichts weiteres. Also dass halt einfach wir keine Auszeichnung bekommen, weil manchmal bekommen wir Auszeichnung, zum Beispiel eben eine Auszeichnung für sichere Geschäfte. Wo ist die Putzkraft, wenn man sie braucht? Da ist eine Kotzteil. Git. Wir schauen mal dem zu. Dem Tiger. Vielleicht macht er jetzt gerade etwas. Wo ist der Mechaniker, wenn man ihn braucht? Okay, das zeigt. Ah! Wurde ja schon repariert, dann ist gut. Vielleicht brauchen wir bald einen Mechaniker. Okay, was macht der Tiger? Was, er weint oder was ist das gewesen? Also ihr seht, die Überstrahleffekte sind richtig hoch. Vielleicht mache ich das auch bald mal aus oder so. Aber wenn es euch gefällt, dann lasse ich es natürlich an. Ja, dieses Let's Play ist natürlich auch ein bisschen interaktiv. Also mehr als interaktiv, aber da ich meistens aufnehme, kann ich leider nicht alles sofort machen. Also wenn ihr irgendwas wollt, kommt am besten in den Livestream am Abend 8 Uhr. Und wenn ich das Spiel spiele, dürft ihr dann da natürlich eher wünschen. Also die Putzkraft scheint auch hier momentan nicht zu stehen. Ich muss denen Wege Ding zufügen. Der macht mal den Bereich. Und den. Und das ist der Franz Josef. Und der Kaldal macht hier unten. So. Das sollte eigentlich jetzt gehen. Hier kommen schon wieder ein paar neue Leute. Ich stelle mal eins zurück. Und hier kommt irgendwie gar keiner. Mache ich ja 40. Ah, das ist ja noch gar nicht geöffnet. Ups, da habe ich was verpasst. Hier kann ich erhöhen. So, wir müssen nämlich wieder an Geld kommen. Wir sollten wieder über, sagen wir, über 8000 sollten wir schon bleiben. Also wieder hochkommen und dann bleiben. Hier passiert noch nichts. Wieso passiert hier noch nichts? Hat niemand Hunger? Und Ballons werden auch irgendwie noch nicht verkauft. Ah doch, werden schon verkauft. Weil da schon so viele verkauft werden, werde ich natürlich nochmals einen Ballonstand machen. Und die Klos, die fehlen ja noch. Oh Gott, bin ich vergesslich. Ich werde hier mal den Ballon hier hin tun. Schon mal Ding. Blau lassen. Und
umbenennen, Balloons. So. Hier sind sie 90, sind sie hier auch noch 90? Ja. Okay, lasse ich die mal so. Dann kann ich auch sehen, welcher Stand am angesagtesten ist. Schauen wir bei Finanzen hier. 16 Euro Gewinn. Gut. Also jetzt muss ich noch natürlich das Klo irgendwo hin tun. Und das Klo mache ich... Soll ich das hier hin tun? Ja, okay. Tue ich das hier hin. Einzelbildsprints mache ich nicht. So. Und jetzt ist es Nacht geworden. Jetzt ist es wieder Tag. Komisch. Bleibt gar nicht Nacht. Mal kurz speichern. Eins. So. Hier ist doch irgendwo Zyklus. Aber wo? Ja, Tag-Nacht-Übergang-Zyklus habe ich ja. Ding. Also nicht sofort. Komisch, dass es nicht Nacht wird. Und Sicherheitskraft hat gekündigt. Meist wahrscheinlich, weil er nicht irgendwie... Ja, dem muss ich mal... Ich bilde ihn mal aus, so. Und Faulheit 40. Was runterlassen? Ich hab dich hier runter... Ich hab dich ja schon runtergelassen. Sorry, dass du so schnell hartnäckig wirst. Ja, ich muss da auch natürlich schauen, ob es denen gut geht. Sonst mal eine Lohnerhöhung. Und dem Tiger geht es leider auch nicht so gut. Lohnerhöhung. Disziplinieren. Und ausbilden. So, aber das reicht. Zeig mir noch an, welche du hast. Du hast den unteren Bereich. Gut. Habe ich jetzt die gelöscht? Ich wollte doch nicht löschen. So. Ja. Du bleibst hier. Und jetzt geht es ihm auch besser. Gut. Da brauchen wir fast noch einen. Das ist ein bisschen heikel hier. So, und dem, den nennen wir, wie nennen wir ihn? Ein Fußballer. Weil er beim FC Basel war, der Spieler von Bayern München. Ich glaube so, aber ohne U. So. A habe ich noch vergessen. So. Der Serdan Shaqiri, der war beim FC Basel, jetzt ist er bei Bayern München. Der fällt mir jetzt als erstes ein. Das ist mir als erstes eingefallen. Gut. Der spielt für die Schweiz an der EM. WM meine ich. Und die Schweiz hat ja das erste Spiel gewonnen und eventuell das zweite auch. werden sie gewinnen, aber Frankreich ist ein sehr, sehr schwerer Gegner. Da habe ich nicht so. Ja. Ich weiß, dass die Schweiz sehr konterstark sind und alles mögliche, also eventuell sie schon gewinnen, aber es ist halt sehr minimal. Mal schauen, was dann passiert morgen. Ja,
So, ich beende mal den ersten Part und ich werde dann gleich zurück sein, wenn ihr den zweiten Part schaut natürlich. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, es macht schon euch ein bisschen Spaß. Natürlich wird es jetzt dann auch ein bisschen spannender, schwerer und so weiter. Also es wird irgendwie schwer und ja, es ist noch ein langer Weg. Wir haben noch nicht mal das erste bekommen. Aber wenn wir jetzt mehr Bahnen machen und so, dann ist es natürlich relativ schnell weg. Also die zwei, also hier die Ding, Tycoon, habe ich dann relativ leicht in diesem, auf dieser Map. Später haben wir Platzprobleme und alles mögliche in den anderen Parks oder unebenes Gelände. Da ist leider ein bisschen Rollercoaster Tycoon ein bisschen unangenehm. Aber solche Herausforderungen werden uns nicht abschrecken und ich werde natürlich die Maps weitermachen, bis ich es löse. Und ich habe hoffentlich auch genug Zeit. Ich weiß es jetzt nicht, ob manche Maps Zeitbegrenzung haben, aber ich denke nicht. Also ich habe bisher auch keine gesehen und ich habe das Spiel noch nicht fertig gespielt. Eigentlich meist nur zur Hälfte und so. Also. Und wenn ihr mal Bock habt, mir zuzuschauen, einfach außerhalb des Let's Plays eben, ich habe Livestream und da werde ich eventuell ein paar Mal spielen. So, also dann bis zum nächsten Part und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also, ja, bye bye. Einfach bye bye.